Rhein-Main vor Ort wird Ihnen präsentiert von Adam Hall. Equipment for your ideas. Welcher Bürgermeister kann schon von sich in diesen Zeiten behaupten, dass er einen komplett neuen Dienstsitz bekommt? Klaus Hoffmann kann das, Bürgermeister von Neuansbach. Ein schickes Gebäude im Hintergrund. Es steht schon recht gut da. Wann wird Einzug sein? In der ersten Novemberwoche werden wir umziehen. Alle 45 Verwaltungsmitarbeiter werden mit Sack und Pack hier in dieses schicke Gebäude ziehen. Und wo sind die 45 jetzt? Jetzt sind sie verteilt auf 3 Häuser. Und wir freuen uns auf das Zusammenleben miteinander, auf die neue Teambildung. Ist doch ein bisschen was anderes, wenn man die Dienstwege noch kürzer hat, ne, und sich auf dem Flur auch häufiger begegnen kann. Genau. Neuansbach hat nicht nur Baustellen, auch wenn sie schick sind, sondern auch noch ganz schöne andere Orte und Eindrücke mit den Gemeindeteilen zusammen. Und die schauen wir uns jetzt in einem kurzen Impressionenüberblick an. Ohne Übertreibung lässt sich sagen, die 4 Ortsteile von Neuansbach liegen in landschaftlich schönster Lage. Viel Grün gibt es in der Umgebung von Rot am Berg, Westerfeld, Hausen-Arnsbach und Ansbach selbst. Und im Waldschwimmbad gibt's für alle viel anziehendes Blau. Die Stadt Neuansbach zählt zu den jüngsten Städten Deutschlands, da sie als Stadt noch keine 10 Jahre existiert. In der Region bekannt ist Neuansbach auch wegen des Hessenparks, der das Leben und Arbeiten der Menschen in den vergangenen 400 Jahren lebendig werden lässt. In Neuansbach gibt es noch mehr Besonderheiten als das nagelneue Rathaus. Es gibt auch ein Stadtrecht, was nicht 6600 oder sonst wie viele Jahrhunderte alt ist, sondern tatsächlich erst 6 Jahre. Hat Neuansbach die Stadtrechte? Wieso erst so jung? So ist es. Natürlich gibt es Stadtteile, jetzt Stadtteile, die schon viel, viel älter sind, 800, 850 Jahre. Aber erst vor 6 Jahren hatten wir den Mut, beim Innenminister nachzufragen, wie man denn Stadt wird. Und wir haben die Kriterien erfüllt. Das war zum Beispiel? Zum Beispiel, dass wir über 15.000 Einwohner waren. Zum Teil, dass wir eine Versorgung sicherstellen für die Bevölkerung, dass wir Schulen haben und all solche Kriterien, die erfüllt werden mussten. Und 15.000 Einwohner, wenn man im Internet guckt, und Sie haben es vorhin im Vorgespräch erwähnt, schaffen Sie jetzt nicht mehr ganz, also so ganz knapp drunter, ne? Ja, so ist es. Wir haben da auch lange überlegt, was ist das, warum ist das passiert? Und wir haben dann festgestellt, es ist eine komplette Generation der jungen Leute, die weggezogen ist, die im Alter dann waren, dass sie ihr Abitur hier noch gemacht haben, aber jetzt studieren und nach dem Studium dann da meist eine Arbeit gefunden haben, wo sie vielleicht studiert haben oder eben nicht in Neuansbach. Und das macht sich so bemerkbar. Dass das macht sich so deutlich bemerkbar. Ja. Wir waren auch erstaunt und müssen jetzt schauen, wie wir für die Eltern, die noch in dem großen Haus leben, eine Alternative schaffen, weil viele sagen, was soll ich mit einem Haus mit 150 Quadratmetern? Ich möchte lieber eine schicke Wohnung haben. Und das ist eine Herausforderung im Rahmen des sogenannten demografischen Wandels, hier was zu tun. Und da werden Sie jetzt in Zukunft dann mehr auf den Wohnungsbau gehen, anstatt auf den Häuserbau? Ja, also wir müssen da eine Alternative schaffen. Ich möchte nicht, dass die Leute mehr wegziehen. Ja. Und wie ist das so mit Versorgung, mit Schulen? Ein schönes Waldschwimmbad haben wir gesehen, aber wie ist das so insgesamt? Wie ist man hier versorgt? Also für junge Leute ist es einfach perfekt. Sie haben eine Versorgung U3. Diese Versorgung liegt ja bei 45% fast bei uns. Das ist über Landesdurchschnitt. Ja, sie haben ein Kindergartenangebot, was sehr flexibel ist. Wir haben einen Kindergarten draußen im Hessenpark, ein Naturpark, wunderbar. Und wir haben dann die Schulen. Grundschulen, 2 Grundschulen, wir haben eine integrierte Gesamtschule. Alles da. Bis sie auch zum Schluss das Abitur machen können. Also vom Kleinkinderzentrum bis zum Abitur, alles in Neuansbach. Und dann ziehen sie weg, trotz dieser guten Versorgung. So sind sie undankbar. Ja. Und wir stehen ja hier nicht ohne Grund vor einem Riesenacker. Also erstmal wunderschöne Natur auf, in der Gegend. Aber klar, das ist insgesamt für die Gegend bekannt. Ein Teil von diesem Acker wird, wenn alles glatt läuft, irgendwann auch mal noch Gewerbe geliefert. Ja, das wird das letzte Gewerbegrundstück sein, ungefähr 20.000 Quadratmeter. Wir haben jetzt schon Interessenten für fast den gesamten Bereich. Aus welchem Bereich so ungefähr? Das ist erstmal Erweiterung bestehender. Das ist für uns Nummer 1, dass sich die Bestehenden, die hier sind, erweitern dürfen, damit sie nicht wegziehen. Und dann Zuzüge, da gibt es eine ganze Menge Anfragen, die auch ganz interessant sind. Wobei wir Wert darauf legen, Ausbildungsplätze, Arbeitsplätze und nicht eben nur Lagerflächen. Das ist kein
Gutes Omen. Sie sollen auch Arbeitsplätze bieten. Genau. Wir hatten ja eventuell angedacht, dass wir eine Interviewsituation auch im Hessenpark selber machen. Das war Ihnen jetzt gar nicht so genehm, obwohl der ja sehr schön ist und Sie den auch sehr schön finden. Ja, klar. Und jeder verbindet natürlich auch mit Neuansbach den Hessenpark. Aber? Aber, wer in den Hessenpark fährt, möchte das Freilichtmuseum erleben. Und da gibt es so viel zu erleben, dass er es gar nicht schafft, noch nach Neuansbach zu kommen. Und wenn er da eben abgelaufen die Gastronomie erreicht hat, geht es dann nur noch ins Auto und zurück. Ja. Denn das Einzugsgebiet geht ja bis Nordhessen, bis weit nach Südhessen rein, hinter Hanau. Und dann sind ja auch noch einige Kilometer zu fahren. Und das ist keine städtische Einrichtung, sondern es ist eine Landeseinrichtung. Genau. Und das heißt, auch alle Einnahmen und so, da kriegen Sie eigentlich nichts bis wenig von. Nein, aber wir sind stolz, den Park hier zu haben, aber diese Verbindung passt dann doch nicht, weil der Park so groß ist und so vielfältiges Angebot hat, was wirklich ein Tag, ja, mit Mühe und Not und viel Tempo, eigentlich brauchen Sie zwei Tage. In Anspruch nimmt, ja. Ja, wir haben noch einen kleinen Blick ins Schaufenster in Neuansbach und das nutzen wir jetzt. Rhein-Main vor Ort geht gleich weiter. Präsentiert von Adam Hall. Equipment for your ideas. Seit 1921 steht der Name Schlapp für qualitativ erstklassige Möbel aus Neuansbach. Die Produkte von Schlappmöbel sind eine Kombination von zeitlosem Design, Ästhetik und Langlebigkeit. Hergestellt in einer Synthese aus Handwerk und moderner Industrieproduktion. Schlappmöbel bietet perfekten Service durch hervorragend ausgebildetes Fachpersonal sowie kompetente Beratung und eine durchdachte Planung. Vom Möbel bis zum Grundriss mit Visualisierung. Unsere Möbel halten den Anforderungen einer massiven Nutzung stand, sind aus heimischem Buchenholz hergestellt unter Verwendung von ökologischen Fertigungsprozessen. Zahlreiche Innovationen in den Bereichen Service, Produkte und natürlich auch Oberflächenveredelung bieten unseren Kunden ein Höchstmaß an Perfektion und Individualität zu wettbewerbsfähigen Preisen. Die perfekte Qualität Made in Germany sowie die präzise Verarbeitung mit durchdachter Funktionalität überzeugen seit Jahrzehnten Kunden im In- und Ausland. Innovation und Individualität sind für Schlappmöbel kein Selbstzweck. Die Entwicklung richtet sich nach den Bedürfnissen der Menschen, die die Möbel benutzen. Die moderne Manufaktur bietet neben einem breiten Produktportfolio deshalb natürlich auch maßgeschneiderte Lösungen an. Neben Handwerkskunst und moderner Industrieproduktion ist die Entwicklung von Menschen für Menschen das, was Schlappmöbel so besonders macht. Besuchen Sie uns im Feldberg Center, Ihr Einkaufszentrum in Neuansbach. Kleidung, Schmuck, Schreibwaren und vieles mehr erwarten Sie. Wir bieten Vielfalt auf 3 Etagen. Unsere kostenlosen Parkplätze stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung, also nichts wie hin. Feldberg Center Neuansbach, wir freuen uns auf Sie. Jetzt geht's weiter bei Rhein-Main vor Ort. Präsentiert von Adam Hall. Equipment for your ideas. Neuansbach hat auch eine Erdfunkstelle zu bieten. Um den Ort ein bisschen besser kennenzulernen, haben wir uns hier auf das Gelände begeben, nur mit Dienstausweis möglich und mit dem guten Wort des Bürgermeisters, der für uns bürgt, dass wir hier nichts Böses anstellen, weil hier ist ja ganz sensible Technik der Satelliten untergebracht. Also auch ein MeinTV lässt sich ja über Satellit empfangen und das wird alles von hier aus gesteuert. Aber wir stehen hier, weil die Photovoltaikanlagen im Hintergrund zu sehen sind und die hat die Stadt Neuansbach dieses Jahr erst eingeweiht. Ja, gemeinsam mit der Stadt Using, weil wir hier in seinem Sicherheitsbereich sind, haben wir gedacht, haben wir Anlagen, die vandalismussicher sind und ein Gebiet, was für sonst andere Möglichkeiten nicht zur Verfügung steht, weil wir dürfen die Satellitenkommunikation nicht stören mit irgendeinem Gewerbe. Und so haben wir die Anlage hier gebaut. Zusammen versorgen wir 1600 Haushalte, jede Kommune über den Daumen, also 800. Und
Ja, das ist ein Beitrag zum Umweltschutz und zum Thema erneuerbare Energien. Und das wird ja gerade wirklich in Ihrer Gemeinde relativ groß geschrieben, auch auf der Internetseite, direkt links der Linke auch, ne, zum Klimaschutz. Ja. Was machen Sie noch in dem Bezug? Ja, erstmal halten wir die Leute an, den Verbrauch zu senken. Das ist ja die Nummer eins. Mhm. Dann haben wir schon ganz früh angefangen, Bürgeranlagen zu initiieren, zu bauen, zu helfen. Wie baut man so eine Anlage selbst aufs Dach? Dann haben wir ein Holzhackschnitzelheizwerk. Das hört sich ein bisschen steif an. Ist es aber nicht, ist sehr dynamisch. Wir nehmen das Holz aus dem eigenen Wald. Es wird geschnitzelt und dann verkauft. Oder auch für unsere eigene Anlage gebraucht, die dann das neue Gewerbegebiet mit Fernwärme versorgt. Dann haben wir noch auf dem Rathaus ganz selbstverständlich eine Anlage gestern in Betrieb genommen und sind jetzt dabei, Windkrafträder aufzubauen. Wo werden die entstehen? Ungefähr am Waldschwimmbad in der Gegend. Wir gehen mal von 5 Anlagen aus. Das heißt, diese 5 Anlagen bringen 10.000 Haushalten Strom. Wenn man das hier rechnet mit den 800, das, was wir noch haben, also wir haben mehr als das Dreifache an Produktion, an Ernte, was wir verbrauchen. Ja. Und hat die Stadt auch ein bisschen was davon, wenn sie Klar, so viel über die Pachteinnahmen sind wir beteiligt und hoffen gerade hier auf schönes Wetter, dass die Anlage brummt und auch auf Wind im Taunus, dass auch da die Windkraft uns das Geld ein bisschen in die Kasse spült. Und so im Vergleich mit den anderen Gemeinden im Taunus, sind Sie da Vorreiter? Schwimmen Sie im Mittelfeld oder wie sieht's aus? Ich glaube, dass wir mit Fug und Recht sagen können, wir sind Vorreiter im Gesamtpaket Klimakonzept. Also das, war das sehr kompliziert, die Bürger davon zu überzeugen, das hier zu installieren, oder schwimmen die alle mit da? Nein, also das ist erstaunlich gut angenommen worden, das Gesamtkonzept bei uns, weil ich glaube, unsere Bürger darauf achten, dass wir unsere Natur erhalten können, dass wir ganz vorsichtig mit der Natur umgehen. Und das hat auch was mit regenerativen Energien zu tun. Wir wissen alle, dass Fossiles endlich ist. Und darum bauen wir auf vielen kleinen Schultern, dass wir uns selbst versorgen können. Nun denkt man ja immer, das, was jetzt hier erzeugt wird an Strom, das fließt dann klar ins Netz. Und das ist dann auch der, der tatsächlich die Haushalte in Neuansbach bedient. So ist es ja nicht. Ne? Ja, es ist nicht unser Strom, den wir dann auch nutzen, sondern das fließt ins System. Und das System gibt anderen Strom ab. Aber ich denke, immer mehr wird aus regenerativen Energien kommen, sodass man auf jeden Fall ein gutes Gefühl haben kann. Und man muss sich aber, auch wenn es um regenerative Energien geht und auch wenn Windräder mittlerweile ja fast schon zum normalen Bild gehören, der eine oder andere ist nicht so ganz einverstanden, wenn so ein Windrad in weiter Entfernung stehen soll. Ne? Klar, das ist so ein Thema. Wann ist es eine Schande, Verschandelung der Natur? Wann oder gibt es überhaupt Geräusche? Da sind ja auch viele Vorurteile, die abzubauen sind. Nur die letztendliche Frage ist, brauchen wir es nicht? Und da denke ich, ja, wir brauchen erneuerbare Energien für die Zukunft, für die Zukunft unserer Kinder und deren Kinder. Was Sie erzählt haben im kleinen Vorgespräch, die stehen ja etwas höher, die Photovoltaikanlagen, könnten theoretisch auch ebenerdig stehen, aber es geht ja auch darum, dass man das Gelände ein wenig pflegt. Ne? Ja, genau. Und wie wird das gemacht? Und die Pflege wird ganz einfach gemacht. Die wird über eine Schafherde, die hier ab und zu durchgetrieben wird. Und die Schafe haben wunderbares Gras. Und nebenbei haben wir tolle Rasenmäher. Ja. Regenerativ und gesund und saubere Energie auf allen Ebenen. Ja, das war vor Ort in Neuansbach. Besten Dank, dass wir uns hier ein bisschen umgucken durften und ein bisschen was erfahren haben. Das ist ja auch der Sinn von vor Ort. Und deswegen verabschieden wir uns für dieses Mal aus Neuansbach, sehen uns aber in der nächsten Woche wieder. Rhein-Main vor Ort wurde Ihnen präsentiert von Adam Hall. Equipment for your ideas.